kann Richards Computer benutzen, um den Ort zu finden. Okay. Wie? Okay. Also Prag, hat sie gesagt, wird er nicht gefahren sein. Deswegen schließe ich Prag aus. Nervenklinik finde ich irgendwie auch Quatsch. Und L.A. auch, weil es soll ja in Chicago sein. Ich würde auf alle Fälle Chicago nehmen. Der Doktor hat mit dem Ort auch nichts zu tun. Also würde ich den Doktor auch streichen. Waren das alle Wörter? Kanalisation und Hafen. Kann ich jetzt suchen? Ach ja. Datenbank wird nach passenden übereinstimmen. Ach, um Gottes Willen, das ist ja viel zu viel. Okay, also Chicago auf alle Fälle. Wo ist denn das Wort Brücke hin? Ich hätte die Brücke gern mal mit reingenommen. Kann ich ja selber was reinschreiben? Nein, die Kanalisation will ich nicht mehr. Also Chicago auf alle Fälle. Hafen vielleicht? Kanalisation? Halleluja. Wieso ist denn die Brücke jetzt weg? Ich hab doch die Brücke hat sie doch gar nicht mit. Wir müssen jetzt nochmal wegen der Brücke gucken gehen. Sie hat ja jetzt gar nicht, da stand doch Brücke oben rechts. Ich würde die Brücke gerne mal probieren, weil sie hat ja zu dem Bild gesagt, dass das noch keiner hatte. Also, dass das Bild noch nicht verwendet wurde oder so. Das muss eins von den hinteren hier gewesen sein. Das könnte das hier gewesen sein. Ich glaube nicht, dass unser Mörder nach Prag geflogen ist. Nee, das will ich auch gar nicht hierhin. Eine Mordszene, die unser Mörder noch nicht verwendet hat. Das muss die Karlsbrücke sein. Ah, die Karlsbrücke. Dann steht's jetzt vielleicht drin. So, dann haben wir jetzt die Brücke noch dabei. Weil wenn sie sagt, sie hat es noch nicht verwendet, dann ist es Chicago und Brücke, würde ich sagen. Und vielleicht noch Hafen, weil die Brücke könnte an einem Hafen sein. Brücke, Chicago, Hafen. Das anscheinend aber immer noch zu wenig. Also Brücke und Chicago. Was ist, wenn wir das machen? Nee, das ist wieder zu viel. Okay, Brücke, Chicago, Kanalisation. Ach, verdammt. Okay, ich glaube, Nervenklinik ist definitiv nicht. Los Angeles ist es nicht. Prag ist es nicht. Der Doktor wäre ja auch Quatsch. Mama, Chicago. Brücke. Doktor. Das ist ja aber Quatsch. Was hat denn der Doktor jetzt damit zu tun? Keine passenden Ergebnisse gefunden. Okay, also ich glaube, wir müssen doch nochmal gucken. Oh, nochmal alle Bilder durchgucken. Alter Schwede. Uns scheint irgendein Wort zu fehlen. Der Mörder hat das hier schon kopiert. Das war das vierte Opfer, Natalie Kenworth. Ja, also fällt Kanalisation ja schon raus. Also Kanalisation ist unwichtig für uns. So. Der Mörder hat dieses Bild schon nachgestellt. Arme Stefanie. Okay, das ist es auch nicht. Das war das Prag-Bild und das war das mit der Brücke, mit der Karlsbrücke.
Eine Mordszene, die unser Mörder noch nicht verwendet hat. Das muss die Karlsbrücke sein. Das muss Franziska sein, das fünfte Opfer, das man unter der Brücke gefunden hat. Das muss Franziska sein, das fünfte Opfer, das man unter der Brücke gefunden hat. Okay. Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal hier gucken gehen, weil Franziska hat er ja gerade nicht aufgenommen. Die ermordete Apollina. Der Mörder hat dieses Bild noch nicht verwendet. Dieser rote Überwurf trieb neben ihr im Wasser. Dieser rote Überwurf trieb neben ihr im Wasser. Wasser vielleicht noch, aber dann hätte es mir Wasser ja angezeigt. Ackermanns Meisterwerk, wie er einst zu meinem Großvater sagte. Unser Mörder ist in seinem perversen Spiel wohl noch nicht so weit. Gestörte Zuflucht. Das haben wir schon gesehen. Das fünfte Opfer, Cynthia Woods. Dann ist es das auch nicht. Ich hätte noch gesagt Wasser, aber das hat er ja nicht aufgenommen. Noch eins aus der Chicago-Serie. Das ist wahrscheinlich irgendwo am Hafen. Ja, irgendwo am Hafen. Ein Bild aus der Los Angeles-Serie. Richard hat wohl recht. Er sagte, dies sei Marks Doktor. Der interessiert uns aber nicht, der Doktor. Wahrscheinlich aus dem Irrenhaus in Los Angeles. Noch eines aus der Los Angeles-Serie. Ich kann nichts erkennen, was mir hier in Chicago weiterhelfen könnte. Tja, jetzt haben wir aber trotzdem kein Wort mehr dazu bekommen, ne? Mein Großvater muss recht gehabt haben. Ackermann bekam wahrscheinlich Hilfe von außerhalb. Das werde ich herausfinden, wenn ich dort bin. Verdammt, jetzt haben wir ja alle Bilder wieder durchgeguckt. Aber so richtig schlau bin ich nicht. Also das mit Chicago ist ja klar, weil sie sucht ja in Chicago den Täter. Das mit der Brücke ist auch logisch, weil das ist das einzige Bild, was noch nicht verwendet wurde. Ich gucke jetzt mal, ob wir noch was Neues haben. Brücke, Chicago, Dr. Hafen, Los Angeles, Nervenklinik, Prag, Kanalisation. Also auf alle Fälle Brücke und Chicago. Doktor hatten wir schon, Hafen könnten wir noch mal. 27 Übereinstimmung. Kann damit aber nichts machen. Was bedeutet, das ist zu groß. Okay, Brücke, Chicago, Los Angeles, was aber auch Quatsch ist eigentlich. Nee, ist auch Quatsch. Brücke, Chicago, Kanalisation. Brücke, Chicago, jetzt habe ich doch aber gleich alles durch. Prag. Gemeinde 1956 Chicago Herald. Die Stadt Chicago hat das Privileg, über die größte tschechische Gemeinde in Amerika zu verfügen. Diese große Gemeinde trug sehr zum Aufbau von Chicago bei. Die Stadt Chicago und das tschechische Außenministerium haben sich zusammengeschlossen, um den Bau eines Monuments zu ehren und zum Gedenken dieser tschechischen Gemeinde zu bezuschussen und somit ihre harte Arbeit beim Aufbau einer der großartigsten... Das ist es. Das muss es sein. Amerikanische Städte zu honorieren. Das Monument ist eine Brücke, bei der es sich um einen Nachbau der Prager Karlsbrücke im kleineren Maßstab handeln wird. Im Mai dieses Jahr wird mit dem Bau der Brücke begonnen. Sie erhält den Namen Tominova zu Ehren ihrer Hauptstifterin Vladana Tominova. Aber wo müssen wir jetzt hin? Haben wir jetzt einen neuen Punkt gekriegt im Auto? Ich denke ja mal, dass sie gleich dahin fahren wird.
Ja, wir haben einen neuen Punkt gekriegt. Tominowa-Brücke. Meine Lieben, das war's mit Still Life. Wow, ich bin gerade ein bisschen platt und enttäuscht, dass wir nicht gesehen haben, wer denn der Mörder nun eigentlich war. Ob es nun einer von den Ackermanns war oder Victorias Geliebter. Aber ein Vorteil hatte es, wir konnten die liebe Mia retten. Wahnsinn, also ein sehr schönes Spiel. Es gefiel mir wirklich super gut. Die Rätsel waren knackig, manchmal echt nicht zu leicht, aber ihr habt euch ja sicherlich schon daran gewöhnt, dass es inzwischen so, naja, dass ich so manchmal meine Problemchen mit den Rätseln habe. Trotzdem haben wir es recht gut gemeistert. Ich persönlich hätte gedacht, es wird noch ein bisschen länger. Aber ich weiß gar nicht, bei wie viel Parts ich bin. Ich glaube, 30 haben wir bestimmt zusammen. Jetzt, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich denke, dass wir trotzdem ein gutes Mittelmaß an Parts geschafft haben. Ich werde auf alle Fälle in absehbarer Zukunft den zweiten Teil von Still Life spielen. Den gibt es nämlich auch. Den habe ich auch schon in meinem Besitz. Und der wird dann irgendwann folgen. Ich möchte mich jetzt aber erst einmal etwas kleineren Projekten widmen. Und ja, ich lasse jetzt hier noch die Credits für euch durchlaufen. Und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, Miripan spielt Let's Plays für euch, mit euch. Und wir rätseln wieder zusammen. Ich freue mich. Bis dahin. Tschüss.
13. Ich habe gehört, du bist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Wie fühlst du dich? Ach, ganz gut. Hat man die Leiche gefunden? Nein. Sie kämmen noch das Flussbett durch und haben Taucher eingesetzt. Verdammt. Du sagst es. Ich will den Fall auch endlich abschließen. Ich habe die Tickets für L.A. Glaubst du noch immer, dort Antworten zu finden? Du hast ihn geschnappt. Es ist vorbei. Für mich noch nicht. Du, ich muss jetzt Schluss machen. Ich brauche noch ein bisschen Ruhe. Okay. Ich komme dir später mal einen Besuch abstatten. Du das. Tschüss.